Ja, als mir Garmin geschrieben hat, es seien neue Markmodelle, das sind die Super Premium Modelle der Garmin-Kollektion unterwegs aus einem neuen Material, da habe ich sofort angefangen zu hirnen, was könnte es wohl sein, was könnte es wohl sein? Keramik eher nicht, Carbon wäre möglich, Carbon ist aber unendlich schwierig und geht vermutlich in die Hose, darum auch nicht. Und ich habe es dann wieder sein gelassen mit dem Raten und mir den Ankündigungs-Livestream angeguckt und siehe da, Garmin hat Carbon gewählt. Und siehe da, Raphael hat sie hier, die neue Garmin Mark Carbon. Jawohl, die packen wir zusammen aus. Und erst noch schnell was Organisatorisches. Das habe ich dieses Jahr schon das eine oder andere Mal gemacht, dass es nicht gleich die komplette Review ist in einem Video, sondern erstmal schauen wir uns die Uhr an, das Design, und dann nehme ich mir sehr viel Zeit, um sie auch im Alltag zu testen. Hat sich immer wieder bewährt, unter anderem ja auch bei der Phoenix, da haben wir das auch gemacht. Bei der Google, bei der Pixel übrigens auch. Machen wir dieses Mal auch wieder. Wir packen sie in diesem Video also nur zusammen aus, schauen uns alle Details ganz, ganz genau an und danach ja, gehe ich sie im Alltag testen und melde mich dann in ein paar Wochen oder so wieder mit dem ausführlichen Test der Uhr. Also nicht enttäuscht sein, wenn Raphael jetzt nicht weiß, wie lange der Akku hält und solche Sachen. Wir schauen sie uns jetzt erstmal an. Und ich bin unendlich gespannt, weil Carbon ist wahnsinnig schwierig und auf den Fotos hat es sehr, sehr gut ausgeschaut, in den Videos auch, aber in Real Life ist immer noch mal was anderes. Also wir schauen. Kommt die Box, was steht eigentlich da noch hinten? Es ist übrigens das Commander-Modell. Das ist das Modell, was ich optisch am schönsten fand. Nein, ist jetzt nicht so, dass ich da ballistische Berechnungen machen wollte oder könnte, aber wir schauen uns dieses Modell an. So, oder? Bei Garmin gibt es immer noch Uhrenboxen, die nicht winzig sind, das freut mich schon mal. Und das erinnere ich mich noch an die letzte Mark, die ich getestet habe. Da war die Box auch ein Highlight und hier ist es auch wieder. Ja, eine Metallbox gibt es da. Was schreiben Sie da noch? Uncompromising by Design. Ja, ja. Fused Carbon Fiber, 130 Layers, also Schichten und maschinell hergestellt. Also maschinell dann irgendwie geschliffen oder sowas. Also weil es nämlich überraschend viel, wenn man sich mit Carbon ein bisschen auskennt, da ist überraschend viel Handarbeit jeweils dabei. Das ist wirklich so ein schwieriges Material. So. Schnell noch den Rest der Box, was ich unterschlagen habe. Ich glaube, da ist der Papierkram drin. Das müssen wir gar nicht angucken. Und da diese Uhr wie alle anderen ja auch ausgeborgt ist, mache ich das gleich wieder rein, dass ich es nachher nicht verliere und wieder zurückgeben kann. So. Wow. Mit Kleberli. Das machen wir auch gleich weg. Sieht viel, viel matter und cooler aus, als ich gedacht habe anhand der Videos. Ja. Schauen wir noch ganz schnell, was sonst noch in der Box ist. Ist da noch was? Ah, sehr praktisch. Das müsste ich mir um den Hals hängen, die Anleitung. Welcher Knopf schon wieder was macht? Zip, 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 zip. Ja, ja. Ansonsten, da bin ich auch noch gespannt. Da müsste jetzt nämlich das Ladeteil oder das Ladekabel drin sein. Und ich glaube, es ist ein anderes. Anhand der Videos. Ja, ist es. Schaut mal, Garmin hat ein neues Ladekabel. Die andere Seite, hip hip hurra, großes Lob hier im Kanal, USB-C. Wenn wir jetzt nämlich schauen, hier waren die Pins jeweils untereinander. Jetzt bei den neuen sind sie quadratisch angeordnet. Und ich vermute, das schnappt magnetisch unten dran. Hat Garmin endlich ein elegantes Ladekabel? Ich würde mich riesig freuen. Und was auch noch dabei ist, ist ein zweites Armband, ein Gummiarmband.
Und es ist immer noch aus diesem sehr, sehr leichten Gummimaterial, was ich nicht sonderlich mag. Die Textur ist aber auch eine andere als die, die ich sonst kritisiert habe. Das hat mir hier ja schon gefallen. Ist das Armband auch aus diesem Material, aber die Textur und die Oberfläche ist eine andere. Also sie haben da schon was optimiert. Nein, nicht, weil ich ständig nörgle, natürlich. Aber es fühlt sich hochwertiger an. Aber ja, wir wollen ja die Uhr sehen. So. Wie nimmt man die zum elegantesten hier raus? Hat sie noch Knöpfe, die man drücken muss? Nein. Ah, so geht's. Zip. Da haben wir sie. Fühlt sich sehr, sehr leicht an. Und was ich mir ja Sorgen gemacht habe, dass man dann Imperfektionen sieht, weil es ja Carbon ist. Aber als schrecklicher Pingel sehe ich auf den ersten Blick nichts. Sogar überraschend symmetrisch alles. Ich glaube, sie machen da wirklich diese Carbonblöcke und fräsen dann Sachen raus. Weil wenn man beispielsweise da die Bandanstöße anschaut, die sind exakt symmetrisch. Also das sieht wirklich toll aus. Ganz schön ist auch die Lünette, finde ich. Ah, die 12 ist sogar leicht angehoben. Das ist ja spannend. Und ja, wenn man es im Licht bewegt, kriegt ihr das Carbon einen ganz lustigen Schimmer. Jedes Mal wieder ein bisschen anders. Sehr, sehr toll. Jetzt können wir noch die Rückseite, sieht auch sehr schön aus. Ist natürlich nicht Carbon. Aber jetzt testen wir gleich das neue Anschlusssystem. Ha! Kann man es falsch machen? Nein, man kann es nicht falsch machen. Einfach Bluff und lädt. Ja, ich finde eine der besten Lösungen, wenn man mit Kupferpins laden möchte. Ich bin immer noch nicht wahnsinnig Fan davon, wenn man halt so über diese Pins lädt, weil man muss sie dann immer perfekt auflegen. Aber Garmin hat das sehr, sehr cool gelöst. Zack. Ich kann vermelden, zum ersten Mal macht es Spaß, eine Garmin-Uhr zu laden. Klick, man muss da nicht da dieses Kabel da reinfummeln. Aber jetzt müssen wir es natürlich noch anziehen. Wie schaut die Uhr am Arm aus? Ich habe übrigens noch länger mit dem einen Garmin-Designer gesprochen, mache ich dann ein Interview draus für den Tagesanzeiger. Und da haben wir auch drüber gesprochen, über Carbon-Armbänder. Ich bin ehrlich gesagt nicht so begeistert wie manche hier im Kanal, was Carbon-Armbänder angeht. Ich finde, Carbon ist nicht so ein ideales Armbandmaterial. Und lustigerweise war auch genau dieser Meinung. Sie hätten es auch angeschaut, aber sie hätten sich dann entschieden für lieber, beispielsweise hier haben sie ein Stoffarmband gewählt, was einfach einfacher zu verstellen ist und sie waren auch der Meinung, Carbon ist idealer für die Uhr, aber nicht fürs Armband. Kann ich nur beipflichten. So schaut sie aus. Wow. Und nein, nicht enttäuscht sein, wenn ich sie noch nicht einschalte. Das machen wir dann wirklich in Ruhe und dann können wir sie dann in aller Ruhe und in allen Details anschauen. Ist sie eigentlich größer als die Phoenix? Ich glaube nicht. Sie basiert ja auf der Epix 2. Oder auf der Epix Pro, so rum heißt sie. Die müssten also gleich groß sein, würde ich jetzt sagen. Und so anhand des Videobildes würde ich sagen, sie sind es auch. Das ist noch interessant, die Phoenix hat offensichtlich mehr LEDs hinten. Die hat 6, da sehe ich nur 2. Interessant. Kommt sie hier mit weniger aus oder kann die vielleicht etwas nicht, was die kann? Die hat nämlich auch diese Metallplättchen außen drum, wo wir ja spekuliert haben, dass die vielleicht EKG kann. Kann sein, dass die Mark kein EKG kann.
Interessant, interessant. Oh, was sehe ich da noch? Da sehen wir auch einen Unterschied. Die hier hat hier drei Schlitze, die da hat nur deren zwei. Ja, das gibt ganz, ganz viel auszuprobieren, anzugucken, zu testen für die Review. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diesen Test und freue mich riesig drauf. Und ja, da müssen wir jetzt auch schon aufhören mit diesem Video, weil alles, was jetzt noch käme, würde dann schon einen Test verlangen. Und den habe ich ja offensichtlich nicht gemacht, weil ich habe es ja gerade erst ausgepackt. Erster Blick auf die Mark Commander. Eine unglaublich schöne Carbon-Uhr von Garmin. Wirklich eine große Freude zu sehen, wie sich Garmin da entwickelt und wie sie immer schönere Uhren auch hinbekommen. Anfangs war ich ja wirklich ein bisschen enttäuscht, aber das ist inzwischen fast 10 Jahre her, als ich da die ersten Garmin-Uhren da so ein bisschen selber ausprobiert habe. Da hat sich einfach niemand so wirklich um die Details gekümmert. Inzwischen kommen die daher mit unglaublich aufwendigen Carbon-Modellen. Meine Güte, also wirklich Hut ab schon mal. Also die Designabteilung hat ganze Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie sich auch als Uhr bewährt. Das finden wir jetzt raus. Und falls ihr Fragen habt und Sachen habt, die ihr im Test unbedingt sehen wollt, unbedingt unten in die Kommentare schreiben. Ich bin da sehr gespannt, was soll ich mir angucken. Falls ihr einfach nur lästern wollt, so viel Geld für eine Smartwatch, die man nur ein paar Jahre hat, das könnt ihr natürlich auch. Die Diskussion können wir dann im Test auch führen. Ist halt immer ein bisschen Geschmackssache, aber nein, ungeniert kommentieren und ich gehe testen und ausprobieren. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, oh, so eine teure Uhr, das ist ja unsinnig, Daumen nach unten. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen, dann verpasst ihr dann auch nicht den Test der Mark Commander. Aber wie gesagt, das dauert schon noch ein bisschen, also bis ich die getestet habe. Da muss ich mir auch wieder ein bisschen Zeit nehmen. Aber dafür bin ich mit der Withings hier fast fertig mit dem Test. Kann ich gut von der Withings auf die Mark wechseln. Ja, und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.